Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz58 und das gibt ein kleines Unboxing. Ich habe die äußere Hülle schon mal weggemacht und zuerst mal zu dem Paket, das ist heute gekommen. Das habe ich beim Willem Krämer gewonnen, bei seinem Giveaway. Und vielen Dank, Willem. Und dann wollen wir mal zusammen reingucken, was da drin ist. Ich weiß es ja, ich habe schon mal aufgemacht und dann wollen wir mal schauen. Eine kleine Karte. Moin Christoph, was für ein herrlicher Zufall, dass gerade du das Meerruhmesser gewonnen hast. Na denn, viel Spaß mit diesem letzten Stück, welches bei Globetrotter Hamburg noch verkauft wurde. Die Produktpalette von Meerruhmmessern wurde eingestellt. Liebe Grüße von der Watercont, der Willem. Recht schönen Dank, Willem. Und hier ist das gute Stück. Ich habe schon mal aus der Verpackung genommen. Ein tolles Messer. Einhandmesser natürlich, aber das stört ja keinen. Liner-Look, Aluminium-Frischschalen. Hier eine sehr raue Einlage, ich glaube, das ist Schmirgelpapier. Da kann man sich schon mal die Fingernägel unterwegs machen mit. Schönes Messer, werde ich auch benutzen. Vielen Dank, Willem. Und was ich noch nicht gesagt habe, natürlich für so ein Leckermäulchen wie mich, Goldbeeren, ganz große Klasse. Jo, und hier, ihr müsstet mal in den Karton riechen. Das ist sowas von toll. Und zwar riecht es da ganz herrlich nach diesem Tee. Er hat mir einen Tee mitgeschickt, verschiedene Sorten. Das ist natürlich Bombe. Den werde ich am Samstag auf meiner Tour gleich mal ausprobieren, verschiedene Sorten. Vielen Dank, Wilhelm, für dieses tolle Giveaway und vielen Dank für die klasse Preise. Hier noch Hamburgisch für Fortgeschrittene. Da sind noch Überlebensbeispiele drauf. Büx ist die Hose und solche Sachen, damit man auch im Norden Deutschlands überleben kann. Vielen Dank, Willem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.